Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Giant Fun Blog. Der Kanal rum das Thema Kirmes, Freizeitpark und Eventgastronomie. Hinter mir seht ihr einen riesen Koloss und zwar der kommt zurück auf die Plätze. Das ist der Revolution von Tim Simonei. Ja, und ich würde sagen, wir legen einfach los und es ist Time for Fun. Hallo und herzlich willkommen zurück. Neben mir steht Tim Simonei. Hi Tim, grüße dich. Ja, und du bist neuer, stolzer Besitzer vom Revolution. Und der Revolution ist von der Familie Kinzler-Nickel. Kinzler-Nickel, ne? Ja. Und ja, du bist ja noch relativ jung. Wie kommt man an so ein Revolution? Wie kommt man an einen Topspin? Ja, wir hatten ja schon einige Geschäfte, Fahrgeschäfte, Spielgeschäfte und auch Imbissbuden. Und während Corona war das ja alles schwierig und da hatten wir auch dann zu dem Zeitpunkt bis dahin alles verkauft gehabt. Ja. Und dann nach Corona haben wir jetzt gesagt, gut, fangen wir nochmal an. Und dann ging die Suche los, ne? Und uns dann im Laufe des Jahres eben dieser Revolution hier vor die Füße gefallen. Und da konnte man nicht lang zögern und haben direkt zugeschlagen. Zugeschlagen, ne? Ja, eine Revolution, ich kenne den auch noch. Der hatte, ich weiß gar nicht, ob der in Düren damals auf der Anerkirmes seine Premiere gefeiert hat. Ich weiß nur, ich bin damals in Düren auf der Anerkirmes gefahren. Deswegen ist es auch für mich ganz cool, den mal wieder auf den Plätzen zu sehen. Wie lange war der eingelagert gewesen? Weißt du das? Der war jetzt das letzte Mal aufgebaut 2019 am Cannstatter Wasen. Ja. Und seitdem wurde er dann eingelagert. Eingelagert, ne? Ja. Und in der Kirmesgemeinde, da wurde immer viel diskutiert hier. Das ging ja auch schon im letzten Jahr, ging es darum, dass der Revolution möglicherweise zum Verkauf steht und so ein großes, schweres Geschäft. Ich glaube, es sind zwei Schwertransporter, ne, die man genau mit dem Geschäft hat. Und das ist natürlich auch eine riesen Herausforderung. Aber du hast jetzt die ganzen Herausforderungen gemeistert, die auch die Behörden darstellen, ne? Genau. Und um den jetzt kurzfristig wieder auf die Straße zu bekommen, was muss jetzt alles gemacht werden? Also in erster Linie müssen die Hydraulikzylinder jetzt von den Bügeln überholt werden. Die Dichtungen werden neu gemacht, Hydraulikschläuche werden gewechselt, alle. Und die Druckbehälter werden jetzt auch alle nochmal überprüft und gegebenenfalls auch gewechselt, sowie die FI-Schalter, sag ich mal, in E-Werk, die sind dann auch fällig geworden. Ja. Die werden gewechselt oder zumindest wurden schon gewechselt und genau, ja, das reicht dann erstmal aus. Natürlich noch die Prüfung, die gemacht werden muss. 100% alle Bauteile werden überprüft und dann kann es weitergehen. Dann geht es weiter, ne? Ja. Willst du den ersten Platz schon verraten oder halten wir es noch ein bisschen zurück? Also der Vertrag ist aus dem Weg, aber vorerst. Wir machen erstmal, wir lassen es noch als Überraschung offen. Ne? Genau. Ich weiß es tatsächlich, wo es hingeht. Deswegen, wir lassen es dann erstmal auf und freut euch drauf. Es wird auf jeden Fall nicht allzu lange dauern. Nee. Ich glaube, das dürfen wir sagen, Tim, ja, oder? Wird nicht lang dauern. Genau. Ja. Und ja, wir sind ja heute hier bei der Miwok Maschinenbau GmbH. Und Miwok steht ja für Qualität, für Umbauten von Fahrgeschäften. Ne? Und die haben ja auch inzwischen eine Hydraulikabteilung seit letztem Jahr, ne? Und sind da die absoluten Experten auf dem Markt. Und wie bist du auf Miwok gekommen? Ja, ich habe ja immer deine Videos gesehen. Ne? Und ja, da gab es ja das Video vom Ghost Rider, der ja auch hier umgebaut worden ist. Und das hat mich einfach fasziniert. Da stand das mit dem Revolution noch gar nicht fest. Ja. Und ich habe mich dann, als wir den gekauft haben, erinnert an das Video und hab mir das dann nochmal angeguckt und gesagt, da müssen wir hin. Ja. Da stand für mich die Entscheidung fest, weil Miwok ja auch für ihren Service bekannt ist. Ne? 24 Stunden, da wird sofort. Genau. Wenn einer anruft, dann mitten in der Nacht, dann ist der Marcel meistens unterwegs. Genau. Und ist dann bei euch Schaustellern sozusagen. Ja. Und das ist auch das Feedback, ne? Also ich werde von ganz vielen Schaustellen auch angesprochen. Ey René, du hast doch mal die Miwok gezeigt, was hältst du denn von denen? Oder es gibt jetzt hier einen Schausteller-Service Sheepers zum Beispiel, ne? Auch da werden immer gefragt, Mensch René, wie sind die eigentlich so? Und das Schöne ist, ich kriege halt immer relativ viel Feedback. Und so entsteht das auch am Ende des Tages halt dann, dass da jemand Interesse dann bekommt, ne? Ja, und dann würde ich sagen, wir sind heute bei der Miwok und dann holen wir jetzt mal den Marcel Kietzmann und den Markus Dröge dazu. Neben mir steht jetzt Markus Dröge. Hi Markus, grüße dich. Hallo René. Und Marcel Kietzmann. Ja Marcel, wir haben es ja schon oft gesehen jetzt hier. Und ich habe eben schon mit dem Tim gesprochen, Markus. Das ist ja wirklich hier, ihr steht für Qualität, für Umbauten von Fahrgeschäften.
Und hinter uns haben wir jetzt den Revolution. Und welche technischen Maßnahmen werdet ihr jetzt hier durchführen in den nächsten Wochen, um den Revolution wieder fit zu machen, damit er auf seinen ersten Platz stehen kann? Ja, also wir machen jetzt eine Überholung der Hydraulikzylinder für die Bügelverriegelung. Die werden komplett überholt, neue Dichtungen rein, neue Schläuche rein. Also das ganze Gondelpaket bekommt neue Schläuche. Dann werden wir natürlich noch die Elektroanlage ein bisschen aufpäppeln mit neuen FI-Schaltern, Hauptschalter und so weiter. Und die 12-Jahres-Prüfung werden wir noch machen. Also die Sonderprüfung. Ja, was wird dabei gemacht normalerweise bei dieser 12-Jahres-Prüfung? Bei der 12-Jahres-Prüfung werden verschiedene Prüfungen gemacht, also Materialprüfungen wie Schweißnähte kontrollieren, ob Risse vorhanden sind oder ob alles in Ordnung ist von dem Material her. Ja. Ja, und ihr habt hier jede Menge Erfahrung, ne, mit Topspins. Ne? Du hast mir mal erzählt, du hast auch im Freizeitpark schon Anlagen wieder fit gemacht. Wir sagen jetzt bewusst nicht den Namen. Richtig. Und da hast du quasi eine Messfahrt etabliert, ne, genau. damit das störungsfrei funktioniert. Dann, ich glaube, die kann man sagen, die Familie Decker-Schack ist auch bei euch mit genau, im Kunden. Ne? Hat da auch einen Topspin gekauft. Ja, und jetzt habt ihr den Revolution. Ihr habt wirklich viel Erfahrung halt auch mit diesem Fahrgeschäft-Typ. Ne? Richtig, ja. Ganz genau. Na, und wir freuen uns auch, dass der Revolution jetzt bei uns ist. Ja, ich glaube, es ist echt cool. Also ich sagte eben schon, ich bin schon drauf gefahren damals. Und freue mich auch wieder die erste Runde dann mit dem Revolution zu drehen. Das ist jetzt für mich auch ein komplett anderes Erlebnis, wie früher als Kirmesfan bist du beim Platz gegangen. Jetzt bekommst du so ein bisschen die technischen Umbauten mit und freust dich dann auch, wenn die umgebaut sind. Weil alle Fahrgeschäfte, die ihr umgebaut habt, mein Lieblingsbeispiel Ghost Rider ist, das ist einfach so ein Unterschied, wenn man dann das erste Mal damit fährt. Ne? Auch zum Beispiel, früher ist die Gondel ja irgendwo wild her stehen geblieben bei dem ersten genau. Typ, ne? Und nachdem ihr das umgebaut habt, die bleiben sauber stehen und das ist eine ganz andere Angelegenheit. Auch die Bügel merkt man einfach mit, wenn die Druckzylinder einfach sauber arbeiten. Das ist einfach ein anderes Erlebnis. Und früher waren ja einfach nur die Rastverriegelung, ne? Da musstest du ja dann hochdrücken, genau. Festhalten, ne? Dann ging der wieder rein mit dem Raster, jetzt mit den Druckzylindern, die alle haben, hast du das ja dann nicht mehr. Ne? Hat auch sehr Spaß gemacht, Herr Ghost Rider, muss ich dazu sagen. Aber ich glaube, wenn man sowas macht, dann muss man auch ein bisschen kirmesverrückt sein. Hast du denn auch so einen Lieblingsumbau, den du gemacht hast hier an einem Fahrgeschäft? Ja, das habe ich tatsächlich, und zwar der Predator von der Familie Kaiser. Ja. Den betreue ich sehr gerne, weil das auch ein sehr anspruchsvolles Fahrgeschäft ist, hat viele Bewegungen und ist natürlich auch von der Technik her sehr anspruchsvoll. Ist vor allem sehr komplex, ne? Ist ganz groß genau. Und das ist eine riesenschwere Anlage. Ne? Wie viel Schwertransport hat der, wisst ihr das? Der Mittelbauer, ich weiß es gar nicht. Ich glaube insgesamt mit Wohnwagen, glaube ich, 5. 5 Schwertransporter, ja. Das ist wirklich ein Riesenkoloss. Und ja, wen das interessiert, Predator, Marcel und ich, wir haben auf der Rheinkirmes in Düsseldorf haben wir den Elektrocontainer vorgestellt. Der ist ja wirklich imposant, also da ist, hat sehr viel Spaß gemacht. Technik vom Feinsten jetzt sozusagen verbaut. Genau. Ne? Ja, dann würde ich sagen, stellen wir den Zuschauern einfach mal vor, was an Hydraulikzylindern gemacht werden muss von der Bügelverriegelung. Habe ich auch, glaube ich, noch nicht im Fernsehen oder beziehungsweise über YouTube in irgendwelchen Dokus gesehen. Deswegen freue ich mich darauf, da auch jetzt mal einen Einblick zu bekommen. Super, machen wir. Wir sind jetzt hier an der Hydraulik angekommen, beziehungsweise an den Hydraulikstangen, ne, an den Bauteilen der Hydraulik, genau. Marcel. Und was sehen wir jetzt genau? Hier ist jetzt so eine Baugruppe, ist eine Komponente, genau. Die wir jetzt hier zum Beispiel haben. Ne? Kannst du auch mal gerne anfassen. Ja. Wir haben hier einmal den Zylinderkopf. Hm? Den haben wir hier auch noch mal einzeln als Bauteil. Hm. Ja. Ja. Hier kommen die Stangendichtungen rein. Ja. Ja, das sind die beiden hier. Dann haben wir hier einmal den Zylinder Kolben. Ja. Ja, den hast du hier. Hm. Hier ist die Dichtung. Und hier kommen nochmal zusätzlich die Führungsringe rein. Ne? Das sind Führungsringe. Führungsringe sind das? Die Kolbendichtung ist die rote. Ist diese rote dann, okay. Genau. Ja. So, und dann haben wir noch einmal die Kolbenstange. Ja. Wo alles einmal verbaut drauf ist. Okay, und das ist welches Teil? Das ist das Teil, was raus und rein fährt, ne? Genau, du hast einmal die A-Seite hier unten und quasi die B-Seite. Ja. Wenn er jetzt so eingebaut ist und er würde jetzt von unten Öldruck reinschießen, dann fährt er raus. Und wenn du auf die B-Seite Öldruck reingibst, dann fährt er wieder runter. Ja, das ist Wahnsinn. Also super interessant auf jeden Fall. Marcel, wie viele sind insgesamt in dem Topspin verbaut von diesen 80 Stück. Bauteilen? 80 Stück, das ist eine ganze Menge. Ne? Das ist eine ganze Menge an Zeit, die man dafür braucht. Ne? Was braucht man so grob, um so einen Zylinder zu überholen? Also wir machen jetzt eine Überholung der Zylinder. Das heißt, also ca. 2 bis 4 Stunden kompletten Dichtungssatz mit Prüfung, ob dicht ist.
Sollte natürlich jetzt mal eine Zylinderstange kaputt sein, ist der Aufwand bedeutend höher, weil sie neu angefertigt werden muss. Aber im Großen und Ganzen 2 bis 4 Stunden pro Zylinder. Braucht man, naja. Ja, und hier, ich sehe gerade, hier liegen Hydraulikschläuche, ne? So ein Paket Hydraulikschläuche, die werden auch einmal komplett alle ausgetauscht, ne? Weil das ist einfach Sicherheit. Und ich finde auch gut, dass das jetzt einmal gemacht wird, weil ich muss sagen, das ist, Sicherheit geht vor. Und ich glaube, es gibt keine Fahrgeschäfte, die so sicher sind wie die auf der Kirmes aus meiner Sicht. Ne? Weil man einfach da ständig auf- und abbaut und immer wieder einen Blick auf die Bauteile dann wirft. Genau. Ja. Müssen die eigentlich auch mal getauscht werden? Generell gibt es ja es gibt ja die DIN 13814, ne? Gibt es da auch so einen Wechselrhythmus generell für diese Bauteile? Die Schläuche müssen alle 6 Jahre getauscht werden. Alle 6 Jahre, ja. Genau. Das ist ja auch dann ein vernünftiger Zeitraum, weil beim Auto hast du ja Bremsschläuche, die müssen nicht gewechselt werden, erst wenn sie kaputt sind, ne? Aber eigentlich auch da ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Müsste man das machen. Was viele gar nicht wissen, beim Auto musst du eigentlich alle 10 Jahre den Airbag tauschen. Okay. Aber da guckt keiner so genau hin, ist aber auch wohl in der Norm drin. Habe ich jetzt vor kurzem gelernt von einem Kfz-Mechaniker. Ehrlich gesagt, möchte ich auch nicht hingucken, wenn er rauskommt. Ich glaube, das wollen wir uns alle ersparen. Ja. Nee, super, Marcel. War super interessant. Und vielleicht können wir es auch mal kurz am Topspin oben zeigen, ne? wie diese Baugruppe dann nachher wieder verbunden ist. Ja? Okay, ja. Gerne. Ja, wir stehen jetzt hinter der Gondel vom Revolution, ne? Und hier oben, Marcel, kann man dann auch ganz gut die einzelnen Zylinder sehen, richtig? Hier sind auch einmal die Schläuche, die du gerade gesehen hast, ja, die wir tauschen. Hier ist quasi die Zylinderstange, die komplett mit dem Dichtungssatz hier schon wieder montiert worden ist. Ah, die sind schon wieder fertig eingebaut? Genau, die sind schon montiert und geprüft und fertig. Ja. Genau. Und wir haben hier vorne die Bügelverriegelung. Müssen da auch bestimmte Maßnahmen vorgenommen werden? Ja, die werden komplett alle geprüft. Wir sind jetzt hier oben auf der Gondel angekommen, Marcel. Genau. Und hier kann man jetzt auch nochmal die Einbauposition der Teile sehen, die wir eben hatten. Ne? Sagen wir, das blenden wir euch mal ein, vielleicht zeigst du das mal. Hier sind die Zylinder für die sogenannten Bananen. Die kommen ja nach vorne, sobald die Bügel verriegelt sind. Fahren die Bananen nach vorne, das heißt, Zylinder fällt aus. Ja. Wir haben dann nochmal zusätzlich, sobald die Bananen nach vorne gekommen sind, haben wir noch mal eine pneumatische. Die Zylinder sieht man hier. Da vorne hast du einen. Hier hast du einen. Ich blende die mal ein. Verriegelt er noch mal die Bananen quasi, pneumatisch. Ja, Wahnsinn. Ja. Alles klar. Ja, ich würde sagen, Marcel, dann ziehen wir mal rüber zum E-Container. Zum E-Container. Ich bin mal gespannt, was mit dem FI-Schalter da los ist. Wir stehen jetzt mitten quasi in der Technik, ne? Nämlich im E-Container vom Revolution. Genau. Und wie gesagt, wer es noch nicht gesehen hat, schaut mal vorbei von Düsseldorf. Da haben wir die Reportage über den Predator gemacht von Willi Kaiser. Zum E-Container. Mit dem E-Container, den ich komplett neu innen drin gebaut habe. Ne? Also es ist wirklich imposant, sich das anzusehen. Ne? Und Topspin habe ich noch keinen E-Container gesehen. Ich glaube, was ganz spannend ist, das machen wir heute extra mal so, Marcel, ist so ein bisschen die Unterschiede auch zu erklären, wo die Technik sich unterscheidet, zum Beispiel jetzt von einem Topspin zu jetzt vom Predator, was man an Baugruppen oder so hat, wie viel identisch ist und dass man das mal, glaube ich, ganz zeigt. Das ist ganz spannend. Genau. Ja, dann würde ich sagen, wir starten mal mit dem ersten Schaltschrank hier. Genau. Wir haben jetzt hier einmal die komplette Einspeisung. Hier unten haben wir die 3 Phasen, Null und Erde. Bei den Phasen waren wir auf 185 Quadrat. Und gehen dann über den Hauptschalter und verteilen dann von hier aus weiter in die nächsten Schränke. Ja, und wir hatten beim Predator, ne, ich glaube, das war sogar 240 Quadrat. Ne, genau. Beim Predator sind 240 Quadrat. Also richtig, richtig Anschlussleistung. Ne? Ja. Genau, und das sieht erstmal auch vergleichbar aus zu dem, was wir im Predator dann hatten, ne, von den Baugruppen. Weil da kommt erstmal Strom an, ne? Genau. Und dann wird er verteilt. Genau. Ja, ja, dann würde ich sagen, ziehen wir weiter zum nächsten. Ja, hier sieht man jetzt wieder ganz viele Schutzschaltungen, Marcel. Genau. Ne? Und welchen Teil der Anlage sehen wir jetzt hier? Du hast hier einmal die diversen Schutzschalter von Bremsen, du hast die Motorschutzschalter von Bremseinheiten, von den Kühlermotoren. Also alles, was quasi nochmal einzeln abgesichert werden muss an der Anlage, findet sich hier drin. Findet sich hier drin. Genau. Ja, alles klar. So wie auch die Störmeldeanzeigen, die du vielleicht auch mal einblenden kannst. Das war früher so. Da hat dann dementsprechend, welche Störung er hatte, hat er ausgelöst und hat sie dann hier als Leuchtbellung angezeigt. Genau, und wer bei euch so eine Anlage umbauen lässt, der kriegt dann auch so einen schönen Monitor eingebaut, ne, wie beim Predator beispielsweise. Genau. Ich blende euch den auch mal ein. Genau. Der sieht ja auch imposant aus, ne, dann wo die ganze Steuerung ist. Ne, ne. Dann ist bei der Anlage hier noch, dass du zum Beispiel verschiedene Betriebsarten hast. Mhm. Das heißt, du hast zum Beispiel einmal einen Überdrehzahltest, den du machen kannst, um zu gucken, ob die Sicherheitseinrichtungen funktionieren. Du hast den Normalbetrieb, der halt für deinen Spielbetrieb, wo du das Fahrboot vorne fahren kannst. Ja. Dann hast du den Notfahrten mit Batterien,
Mhm. Das heißt, du hast quasi im Endeffekt, sollte es mal passieren, was ja jederzeit passieren könnte auch, dass der Strom ausfällt auf dem Platz. Ja. Besitzt diese Anlage zum Beispiel auch, wie jede andere auch, ein Notprogramm. Mhm. Gehst im E-Container, Schall ist dann zum Beispiel, hier ist es zum Beispiel die 3. Und dann, ja, hast du unten ein Batteriepack drin, was quasi ermöglicht, die Person immer noch manuell ohne Strom im Endeffekt dann wieder zu bergen. Aus dem, genau, Geschäft dann rauszubergen. Genau. Ja. Und das ist heute auch komplett anders. Ne? Heute, genau, kannst du dann auch dementsprechend das einprogrammieren. Dann, ne? Genau, und da die Anlage ja schwere Kontergewichte hat, gibt es hier auch ein spezielles Programm, sag ich mal, wo du halt quasi aufschwingen kannst, damit die Gewichte nach oben kommen, damit du die Gondel dann dementsprechend montieren kannst. Ja. Ich glaube, was die wenigsten wissen, ist auch, dass du beim Topspin rechts und links in diesen Säulen Wasser, genau, drin hast. Ne? Das, genau, ist ein riesen Wasserbehälter. Genau. Und da gehen, glaube ich, 25.000 Liter pro Stück rein. Ja, ich meine 24 oder 25.000 Liter. Ja, also wirklich, ja, richtig viel. Wusste ich vorher auch nicht. Und ja, das dient nochmal als Kontergewicht. Das ist auch nochmal, genau, das richtige Gewicht. Ich glaube, wenn die gesamte Anlage steht, hat man über 200 Tonnen Gewicht, glaube ich. René, bin ich ehrlich, ich weiß nicht, was die ganze Anlage komplett wiegt. Ja. Aber sie hat einiges. Sie hat einiges an Gewicht. Ja. Alles klar. Ja, Marcel, da würde ich sagen, gucken wir uns mal den nächsten an. Genau. Was man hier auch schön sehen kann, Marcel, sind die Anzeigen für die einzelnen, genau, Motoren, die hier verbaut, genau, sind. Ne? Wie viele Motoren sind im Topspin verbaut? Er hat 4 Stück verbaut. 4 2 Stück pro Seite. Ja, und ich glaube, für einen Laien ist auch mal interessant zu erklären, was eigentlich gemeint ist mit Ankerstrom und Ankerspannung, also Motor. Ne? Man gibt ja, genau, Spannung und Strom. Genau, die Spannung ist quasi, ich sage jetzt mal zum Beispiel die 400 Volt. Und dann ist halt der Strom, ist dementsprechend halt, wie viel Ampere er gerade zieht, der Motor. Genau, wenn man es zusammenrechnet, Spannung mal Strom, haben wir P, Power, ne? Die Leistung, genau, die das abgibt dann. Ja. Genau. Alles klar, dann schauen wir mal in den Schrank rein. Hier sehen wir jetzt einer meiner Lieblingsbauteile, und zwar sind das, hier stehen auch Klöckner Möller drauf, ne? Bevor die von Eaton übernommen worden sind. Genau. Und das sind Stromrichter Stromrichter, ne? Genau. Und die machen quasi aus Wechselstrom, machen die Gleichstrom. Genau. Und ja, die hört man auch immer schön. Also ich finde es immer genial, wenn die Stromrichter dieses klassische Brummen, das ist irgendwie wie Musik in den Ohren. Ja, das können die, das ist richtig. Ja, aber man versteht auch, warum die inzwischen oft dann außerhalb, wie jetzt hier im E-Container sind, weil die ja doch relativ laut sind. Und ja, ich weiß, die hören sich auch unterschiedlich laut an, ne? Je nachdem, welche Maschinen das sind. Es kommt je nachdem, wie viel Ampere gerade vom Motor gezogen wird. Ne? Dementsprechend werden sie lauter. Werden brummen die dann auch. Genau. Ne? Wie kann man erklären, wie die technisch funktionieren? Was da für Bauteile sind? Normalerweise macht man das ja immer mit Kondensatoren, ne, teilweise, genau, dass man die... Warte mal, kann man hier die Möglichkeit reinzugucken? Ja, siehst du nichts. Im Endeffekt ist das nichts anderes Transistoren, als... Transistoren, ne? Transistoren und dann mit Gleichrichtern. Ja, alles klar, Marcel. Hier haben wir noch die Netzdrosseln. Die Netzdrosseln, ja, die sind auch immer drin. Ne? Die Netzdrosseln, die, ja, sorgen dafür, dass es nicht zu Überspannungen kommt, oder? Genau. Ja, das ist auch... Dann haben wir hier noch die Drehzahlüberwachung. Ja. Die Drehzahlüberwachung ist dafür da, dass er ständig die Geschwindigkeit misst. Nicht, dass er mal zu schnell wird. Ja. Dann würde er eine Störung auslösen und würde auch sofort automatisch an den Stillstand gehen. Stillstand, ja. Genau. Ja. Ansonsten haben wir hier auch ganz normal wieder unsere klassische Schutzschaltung. So wie es früher war. Ja, heute, genau, würden wir alles mit einer Siemens ansteuern, mit einer CPU. Ja. Und hier ist es halt alles noch alte Klasse, die sogenannte VPS. Die VPS hieß, genau, die? Ja. Verbindungsprogrammierbare Steuerung. Verbindungsprogrammierbare, ja, Steuerung. Genau. Ist hier überhaupt eine SPS drin, verbaut in der Anlage oder noch nicht? Gar nicht, ne? Hier noch nicht. Nee, noch nicht, ja. Aber wenn er die Anlage umbaut, dann wird wieder eine dann wird sie definitiv montiert werden. Ja, ja, und die Anlage ist ja wirklich fantastisch, die er dann umbaut. Ja. Alles klar. Ja, dann gucken wir mal weiter. Ja, Marcel, jetzt haben wir im Prinzip nochmal genau das Gleiche. Ne? Vorne, genau, war für Motor 1 und 2. Und, genau, hier haben wir jetzt nochmal, wie seht ihr das hier unten, sind nochmal genau die Typax, ne, mit den, genau, Netzdrosseln verbaut. Und das ist quasi nochmal identisch. Richtig. Ja. Alles klar. Das ist einmal für Master Slave nochmal die Motoren. Motoren dann verbaut, ja. Und hier haben wir zusätzlich nochmal die Feldstromrichter. Wie heißen die? Feldstromrichter. Feldstromrichter. Was, genau, machen die genau? Die sind für das Feldstrom des Motors, damit er sich drehen kann. Damit ist ja auch, ja. Genau. Alles klar. Super. Jetzt bekommt ihr nochmal ganz exklusive Einblicke, die ihr normalerweise nicht bekommt, weil der Tim hat hier quasi die Box der Pandora aufgemacht. Und ihr seht jetzt hier eine ganze Menge an Unterlagen liegen. Ich habe euch zum Beispiel hier, seht ihr das Prüfbuch für fliegende Bauten. Und ja, ich blende euch jetzt gleich mal ein. Hier seht ihr den Konstruktionsplan vom...
vom Topspin Revolution. Und was ganz spannend ist, habe ich eben schon zu dir gesagt, Tim, sind die, die Anleitungen. Ne? Wir haben hier mal so zwei Blätter rausgesucht, die blende ich euch jetzt gleich auch ein. Und ich habe demnächst schon den Frank gefragt hier, wie baut er das eigentlich auf, das Fahrgeschäft? Habt ihr irgendwie eine Anleitung? Und Hus hat tatsächlich eine Anleitung dabei gepackt. Und wir lesen einfach mal hier so einen Schritt vor, zum Beispiel Schritt 3 ist die 4 Stützfüße 3 am Unterbau ablassen und fest unterpallen. Und da sieht man auch jetzt hier direkt schon auf dem Bauplan ist hier Nummer 3, da weißt du direkt, okay. Genau, was das, du quasi unterpallen musst. Das ist unterpallen, ne? Das ist genau, was Nummer 3 dann, ist. Dann kommt als nächstes hier viertens Ausrichtzylinder 2 entlasten. Ah, hier haben wir den siehst du das? Genau, das ist da. Genau, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Dann haben wir 10 Unterpallungsblöcke 16 mit den Kippsicherungsrohren verbolzen und locker provisorisch unterpallen. Warte, 16, dann haben wir hier. Ah ja, da vorne. Genau. Ja, und so wird im Prinzip der ganze Topspin aufgebaut. Genau, Schritt für Schritt. Und inzwischen hast du die bestimmt schon auswendig gelernt. Ja, ich habe die jetzt bestimmt schon viermal durchgelesen. Ja, also schon, die Theorie kann ich, jetzt geht es nur noch an die Praxis. Ne? Ob wir das auch alles so hinbekommen, wie das da steht. Ja. Ja, also deswegen super spannend. Auch das, denke ich, habt ihr bis jetzt noch nicht gesehen. Wir blenden euch das jetzt immer wieder nochmal ein. Ja, Tim, wie gesagt, alles können wir nicht zeigen, weil wie gesagt, das Geschäft ist im Umbau. Ne? Und von daher werdet ihr es demnächst in voller Pracht sehen können. Ja, dann würde ich sagen, ziehen wir jetzt nochmal weiter. Genau. Ja, ihr seht, wir haben jetzt Platz genommen im Topspin Revolution, werden jetzt unsere erste Runde drehen, oder Tim? Ja, schön wär's, ne? Schön wär's. Ja, ist noch ein bisschen Arbeit, was da jetzt vor euch liegt, ne? Und ja, aber wenn ihr mal mitfahren wollt, dann haben wir uns überlegt, machen wir ein Gewinnspiel, oder Tim? Was willst du raushauen hier? Also wir werden auf jeden Fall 10 Fahrchips verlosen. Ja, das ist ein guter... Ja. Und den alten Stickstofftank. Und den alten Stickstofftank, echt? Ja. Das ist eine coole Sache. Ja, die könnt ihr euch dann aber bei dir abholen, würde genau. Ich sagen. Dann machen wir 5x2 Karten. Könnt ihr gewinnen für den Topspin Revolution. Und die Gewinnspielfrage ist, wann wurde der Revolution gebaut? Und genau. Teilnehmen könnt ihr bis zum 31. Oktober 2023. Schreibt da einfach unten in die Kommentare, wann wurde der Topspin Revolution gebaut. Ja, Tim, ich sage auch schon mal vielen herzlichen Dank. Und dann verabschieden wir uns jetzt noch von Marcel und Markus. Machen wir. Dann gehen wir mal wieder runter, ja. Auch der schönste Aufenthalt geht mal zu Ende. So auch für mich hier bei der MeWork Maschinenbau GmbH. Einmal nochmal vielen Dank einmal an dich, Marcel. Herzlichen Dank. Wir haben auch zu danken. Ja, danke Markus. War mal wieder mega spannend hier. Auch Tim, danke, dass du dich gemeldet hast hier und dass du ermöglicht hast hier, dass wir die Revolution begleiten können. Ja, und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und auch in Zukunft wieder einschaltet, wenn es das Giant vom Blog. Bleibt gesund bis dahin. Euer René.